Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Part von Digimon World. Ich habe mir gedacht, da es jetzt sowieso schon 22 Minuten um sind, können wir gleich bei diesem Part auch aufhören. Und das habe ich auch gemacht, denn wir wollen uns nämlich den kompletten Part jetzt sozusagen der Befreiung der Spitzenstadt. Natürlich muss ich mit Nemon alles denn Monster, das Kostüm anscheinend sich verändert, ist überwältigt und geradezu. Es hat einen Reißverschluss. Teddy, was ist passiert? Es passiert mit Teddy genau das, weshalb ich ihm diesen Namen gegeben habe. Denn Denomemons einziges Ultra-Level ist nämlich ein Teddybär namens Monster Imon. Und so bekommt man das auch. Wer noch kein anderes Ultra-Digimon hatte, das ist möglicherweise euer erstes. Wie? Du hast dich in ein anderes Digimon verwandelt? Alles Liebe. Noch nicht mal voll. Nee, so terrible sind die auch wieder nicht. Seht euch das mal an. Gerade der Angriff ist mal wieder ein bisschen gesunken, aber trotzdem. Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass die voll sind. Eine große. Ich weiß, ich habe sie nicht gut erzogen, aber bitte hör auf mich. Du musst doch dann nie mehr auf mich kommen. Phoenix Mann hat ihn auch gehasst. Ich bin so als Phoenix Mann es nicht auch gehasst. Aber ich behandle dich jetzt besser, versprochen. So, jetzt bist du nicht voll. Dürfte ich auch kein Problem damit haben, auch mal gegen die anderen zu kämpfen. Jetzt gehen wir mal zu den anderen. Ja. Das war. Oh, Monsignor! Du bist heil wieder da! Wow, was gibt's denn? Kämpfe gegen Warumon, Saimon! Schnell, Leute! Beeilt euch! Marsch! Wartet! Das ist nicht das Monster Imon, das ihr kennt! Was soll das heißen? Es ist doch ein Monster Imon! Ja, es ist schon ein Monster Imon! Warumon, Saimon hat meine Freunde entführt! Monster Imon ist also der Einzige, der es besiegen kann! Dann müssen wir die Übung erfüllen! Gleich nebenan! Gleich der Tür! Bitte geh und schau nach, ob du was tun kannst! Ist gut, ich helfe euch. So funktioniert und so geht unsere Mission los. Mit Monsaimon heben wir jetzt sozusagen alle zusammen. Ich glaube Statik. Ich mache wieder Statik. Statik war immer sehr vorteilhaft in den letzten Kämpfen, das wird es hier auch wieder sein. Spielt's euch, Villa. So, da ist dann der erste. Das erste. Ich glaube, jetzt müssen wir uns an die Digimon vorbeischleichen. Denn es gibt jetzt immer zwei Stellen, die sind Fallen. Vielleicht sieht man. Ja, da kommen wir hin. Kann sein, dass wir jetzt ein kleines bisschen zu schwach sind, wenn wir jetzt diesen Tankmon versuchen zu besiegen. Oh.
Delirious-Attacke! Gerade ist der erste, der Angriff. Ist klar! Besiegt ein Kumpan! So macht man das! Genau so macht man das! Komm, Teddy, das schaffst du! Ich muss mich nicht mehr mit Teddy machen wollen. Mann! So, Liebesattacke. Smoochie. Auf die Dösen! Wir haben es geschafft. Und Lukas haben wir gelernt. Ja! Audi Zweifel Show. Ja. Okay, war auch wieder richtig. Klar, du Mann. Echt? Ja. So, wir sind da. Das ist wohl der letzte Raum. Stimme, das klingt nach Warum und Saimon. Großer oder kleiner Kasten? Ich weiß, was du denkst. Klein. Oh, du hast es erraten. Nervös? Was ist so komisch daran? Schön ruhig bleiben. Warum bist du heute da? Suchst du Arbeit? Freund entführt. Lass ihn frei. Freund? Wovon sprichst du? Sehe ich aus, als könnte ich ein Besserchen kriegen? Du hast schon wieder recht. Ich war's. Ich hab's getan. Aber du kannst euren Freund nicht wiederhaben, denn ich bin Warumon Saimon. Wenn du ihn nicht freilässt, zwinge ich dich dazu. Soll das ein Witz sein? Du willst mich besiegen? Weißt du was? Mach erstmal auf und werde erwachsen. Das ist leider, auch wenn es vom Sound zu klingt, eines der Digimon, die man drin hat. Komm mal, wir müssen das fertig machen. Gut, aber wir müssen das fertig machen. Ich habe meinen Plan, dass wir unser Immun danach machen. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht mehr.
nicht. Natürlich kommt jetzt Hermes. Und ich muss mal ganz gut aufhören. Da bin ich wieder. Kennt ihr das auch? Ihr wollt euch einen wunderschönen freien Tag machen. Was passiert? Plötzlich kommen etliche Postbote mit ihren ganzen Bestellungen an. Und die wollen sie bei dir. Das ist immer an solchen Tagen, wo ich immer alleine bin. Permanent. Das finde ich scheiße. Können Sie auch gerne mal einen anderen Tag besuchen. Können wir es besiegen? Liebe! Ja, wir haben es mit Liebe besiegt! Mehr als das wird es jetzt nicht machen. Doch, es fährt ab. Das nervt sich dem. Ah, geh rüber mit deiner Haut hin. Hurra! Du hast unseren Freund. Lass ihn frei. Nein! Ich fass es nicht. Ich verliere. Na komm schon. Keine Wahl. Da! Wie? Junge! Ey. Hör mit dem Blödsinn auf, das reicht! Kapierst du denn nicht? Da! Das ist das Beste. Was soll das? Das ist ein Zahnrad. Ich nehme es dann mal wieder mit. Du, stell bitte nichts mehr an. Ne? Ist gut. Hört nicht wieder vorkommen. Ich glaub dir nicht, aber ich muss mich um viel, so viel anderes kümmern. Zahnrad erhalten. Dämonenflug auf. Na gut, ich tue es auch nicht wieder. Das Ding ist, warum unser Immun wird.
wird auch dann bei den Turnieren überall sein. Also jetzt muss ich irgendwie nur hier vorbeikommen. Naja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Oh, das war er. Die Spielzeugpanzer haben. Nein! Hier lasse ich dich nicht durch. Oh ja, du mal. Fackeln! So, jetzt kommt die Liebesattacke! Wir finden halt nur stärker. So, mal sehen. Toi Agumon wurde besiegt. Man müsste echt mal einen Toy Agumon so Spaß machen. Sicher toll. Weil die bestehen aus Lego. Und Lego ist eigentlich sehr leicht zu bauen. Robohaus. Oh, du bist es, Agumon! Agumon? Was ist los? Eine alte Geschichte! Ein Bösewicht kam von weit auf die Insel.
Bösewichts behaupteten, die Insel gehört uns. Digimon antwortete, das stimmt nicht, die Insel ist für alle da. Digimon traten den Bösewichten gemeinsam entgegen und vertrieben sie. Die Bösewichte drohten, wir kriegen euch noch und verschwanden. Die Geschichte ist uralt. Ich spüre Freude. Oh, warte mal. Die Geschichte aus dem Lied, ist das auf der Insel wirklich passiert, oder? Wie die Digimon die Bösewichte besiegten. Wer können die Bösewichte gewesen sein? Danke für deine Hilfe. Hier, als Anerkennung. Unser Imon Stofftier zieht in die Stadt. Vielen Dank. Danke. Ich bin nicht mehr so sprechlich, ey. Ab jetzt hat sich das Music-Team völlig geändert. Zuerst noch als Bedrohung ansehbar. Jetzt ist es nur ein starkes Problem. Vielleicht helfen dir meine Angler-Tabs. Die Angelroute ist wichtig. Eine gute lässt sich weit auswerten und das biegsam. Denk auch an den Köder und merk dir, welchen Fisch du dann womit dich köderst. Wenn du die Angel auslaufst, lass sie mit X los, dann fliegt sie weit. Und der Hüter des Sees, er erscheint jeden Morgen und später. Danke für den Tipp, denn darum werden wir sie mit der Fliege auch noch kümmern. Das sind auch die Morgen. Und zurück in die Stadt. Du hörst auf mich, Monsaimon. Wir haben gesagt, wir gehen zurück in die Stadt. Ja, wir haben eine Krise. So. Ich denke, wir speichern erstmal. So, und wenn ihr wissen wollt, wie es beim nächsten Mal weitergeht, dann schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein bei einer neuen Episode von Digimon World. Ich werde mir jetzt was zu essen machen und mein Monsterimon will es mir gerade gleich tun. Na gut.